Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Minute Hero zusammen mit mir, Prinny, und gleich vorweg, wenn ihr im Hintergrund Bohrgeräusche hört, tut es mir leid, aber ich kann nichts dagegen tun, ich muss jetzt aufnehmen und meine Nachbarn oder wie auch immer die Menschen über einem heißen, die auch die Nachbarn nehmen an, dann, ich habe den Faden verloren, die bohren halt und so. So, Quest Nummer 8 und endlich die Wüste. Wir haben schon ausgerüstet im letzten Part und können direkt loslegen, würde ich mal sagen. Hero 30, Brinny hat Durst und trinkt jetzt einen Schluck, wenn seine Stimme das durchdreht. 8! Ah, unendliche Wüste! Sieht sehr wüstig aus und ich hab kein... Ach jetzt? Das soll ein Typ sein mit Flöte, Turban und zwei Töpfen daneben. Das ist ein Mazapi und er sagt... Diese verblödeten Dorftrottel, wie können die es wagen, mich aus dem Dorf zu vertreiben? Sagen die doch glatt, sie hassen Schlangen. Dabei sind Schlangen doch so süß. Wenn die Welt kein Verständnis für Schlangen aufbringt, hat sie damit das Recht zu existieren verwirkt. Prinny, wir haben ein Problem. Da wirkt schon wieder sein Bösewicht die Magie. Kapiert er denn nicht, dass es auch die Schlangen trifft, wenn die Welt untergeht? Du beeilst dich besser. Sonst ist dies das Ende für alle Schlangen und die Welt um sie herum. Hier ist die Burg des Bösewichts. Das ist hier alles Wüste. Du wirst also zu Fuß zur Burg gehen müssen. Nein! Aber sei vorsichtig. Das Bohren ist sehr laut und man hört es durch das Mikrofon und durch das Headset. Und man nennt diesen Ort die unendliche Wüste. Wenn du nicht aufpasst, wo du hinläufst, kommst du am Ende wieder beim Dorf raus. Frag dich im Dorf, wie du kennst, sie kennen den richtigen Weg. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Drück also nicht zu fest zu. Okay. Übliche Prozedur, wir leveln wieder so ein bisschen hier. Kleine Salamander anscheinend, hier wegboxen. Und kleine Schleife hier. Ist hier eine Statue drin? Ja, hier ist eine Statue drin. Okay, alles klar. Da können wir jetzt hier in Ruhe mal so ein bisschen leveln. So. Eins machen wir noch. Und so. Erstmal Zeit. Dann Lebensenergie in Form von Kraut einnehmen. Und was bist du? Oh, du willst die Wüste durchqueren. Pass auf dich auf. Diese Wüste lässt gerne mal einen Orientierungssinn verrückt spielen. Damit ist nicht zu spaßen. Wenn du den falschen Weg einschlägst, landest du ruckzuck wieder im Dorf. Trotzdem versuchen sich viele Reisende daran, durch diese Wüste hindurchzukommen. Und alle sagen sie, dass man dem Weg mit den Kakteen folgen soll. Okay, wir folgen den Kakteen. Was gibt's hier Fettes? Ein Eisenschwert. Für 52, nehmen wir mit. Dem Weg mit den Kakteen folgen. Das heißt, da sind Kakteen, das heißt, ich gehe das einfach durch. So, Halleluja. Gibt's hier einen Weg mit Kakteen da unten? So, was gibt's da? Ein kleines Tipi-ähnliches Ding mit einer Statue. Perfekt. Und was willst du hier? Hohoho, ich habe den Weg mit weniger Kakteen eingeschlagen und bin wieder im Dorf gelandet. Okay. Dann hier Kernos Melonen kaufen und so. Ja, die für dich will ich gar nicht. Was sagst du mir? Barbara. Wahrscheinlich Barbara die Barbarin. Wer bist du? Ich bin Barbara. Ich bin eine ziemlich berühmte Kämpferin hier in der Gegend. So wie ich das einschätze, bist du nicht zum Spaß hier in der Wüste, oder? Doch, Kleine, ich mach Ferien, Baby. Der Bösewicht ist angeblich ein Schlangenbeschwörer, also auf der Hut vor seinen Schlangen. Na, wie sieht's aus? Willst du mich nicht anheuern? Wenn du die 250 G an Kosten für meine Ausbildung übernimmst, helfe ich dir auch im Kampf gegen diese Schlangen. Ja, mein Gott. Kein Thema. Nehmen wir Barbara mit. So. Okay, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal. Ach übrigens, ich helfe dir nur, bis wir durch die Wüste durch sind. Nur damit nachher keine Beschwerden kommen. Barbara ist mit dabei. Ja, die gute Barbara. Die Rhabarber-Barbara. So, den Weg mit den Meerkakteen. Das heißt, hier unten lang. Ich werde das aber noch einmal komplett nicht durchhauen, damit ich die Zeit mal zurückdrehen kann. Dann dürfte ich wahrscheinlich sogar das im ganzen Anlauf schaffen. So, Zeit. Energie. Und dann los geht's. Hier sind vier Kakteen, da sind mehr Kakteen, die sind oben lang. Okay.
Du hast es durch die Wüste geschafft, Dideli. Doch bringen wir noch das, doch bringen wir dir das dennoch nichts. Doch bringen wird dir das dennoch nichts. Diese Buchstaben sind so riesengroß, ich bin vollkommen unfähig, sie zu lesen. Dideli. Note. Erhebt euch zum Klang meiner Flöte. Vorwärts, rote Schlangen. Wow. Fail. Höchst du gemeine Schlange, ich mein Arg. Quest geschafft. Hey du, warte. Das Sandvolk besteht aus einer Person. Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist aber auch schnell unterwegs. Ich finde, aber so flinke Männer haben was. Hier für dich. Danke, dass du den Bösewicht besiegt hast. Mach's gut. Zack. Flinkmesser bekommen und so. Puh. Und damit ist auch hier wieder Frieden eingekehrt. Aber wie kann aus einem gewöhnlichen Schlangenbeschwörer eigentlich plötzlich ein Bösewicht werden? Der, den wir hinterherjagen, muss es ja ziemlich ernst meinen mit dem Wunsch, die Welt zu zerstören. Was ist das nur für einer? Wir dürfen weder rasten noch ruhen, bis wir das herausfinden. Ja, und damit haben wir es durchgespielt, mal wieder. Dam-dam-dam-dam-dam-dam, ich bin ein ausgewogener Held dieses Mal. Und wir speichern. Mal wieder. Das ist immer das spannendste Teil des ganzen EPs. Da freue ich mich jedes Mal drauf. Auf diese tolle Uhr rechts unten, die sie dreht. Selbst ein schier unendliches Wüstenlabyrinth kann Brini nicht aufhalten. Mit Barbaras Hilfe bezwang er den schlangenbeschwörenden Bösewicht. Und wieder einmal tat Penny, hat Brini die Welt gerettet. Brini nahm Abschied von Barbara und zog weiter. Nächstes Mal bei Held 30, Dorf in Gefahr. Andere, andere! So, let's go! Quest Nummer 9, Dorf in Gefahr. Checken wir mal das neue Equipment aus, das Flinkmesser. 50 Trefferchance, 5 Geschwindigkeit, 5 Angriff. Im Vergleich dazu das Eisenschwert, was wir gekauft haben. Haben wir das Eisenschwert gekauft? 7,220. Aber das ist schön leicht, darum würde ich das gerne benutzen. Das war's in dem Fall. Let's go! Hero 30. Bam, 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 badam. 9. Da. Le Dorf in Gefahr. So, here we go. Whoa, what the fuck? Die Augen. Ah, das sind gar keine Augen. Das sind seine Broschen, die seinen Umhang festhalten. Der hat einen gehörnten Helm auf. Wohaha, endlich habe ich den Zerstörungszauber gewirkt. Damit ist die Welt im Untergang geweiht. Selbst wenn jemand versuchen sollte, mich aufzuhalten. Niemand kann meinen Gewitter Zerstörung widerstehen. Als dann die Menschen kniet nieder vor eurem Herrn. Neben seiner Zerstörungsmagie kann der Bösewicht hier auch Blitze nach seinem Willen tanzen lassen. Die Burg ist hier drüben, aber auf den ersten Blick führt kein Weg dorthin. Geh erstmal ins Dorf, versuch ein paar Formationen zusammenzutragen. Okay, Baby, let's go! Gibt es da eine Statue? Yep, also fröhliches Grinden. Was auch immer das darstellen soll, wir haben es getötet, wir haben nur noch 30 LP, Lebenspunkte. Oh ja, gut, mittlerweile ist das. Hab so ein Auge auf dich, Lebenspunkte. I'm watching you. Ah, ein Pack Gegner, komm. So. So, einmal das, einmal hier mit Blitzknödel auffüllen. Das heißt, der Bösewicht kann mit seinem Gewitter den Erd... Das heißt... Was ihm beliebt. Ich bin echt... Keine Ahnung, wo mein Kopf gerade ist. Ein Gelehrter ist nach Westen aufgebrochen, um die Burg des Bösewichts zu untersuchen. Das heißt, ich muss den finden. Wir haben hier einen Degen. Der macht plus 2 Angriff im Vergleich zu meiner jetzigen Waffe und kostet 300. Na, also. Gehen Westen. Gehen Westen heißt über diese Brücke rum, mein lieber Brini. Dankeschön. So. Das sind natürlich die Gelehrten hier mit ihren komischen, aussehen wie so Kriegsuniformen. Gib mal dein Kraut. Gib mir dein Kraut. Ich geb dir meines. Neulich ist einer zur Burg des Bösewichts gegangen. Er soll sich jetzt im Süden aufhalten. Oh, Dorf wurde zerstört. Tragisch. Dam, dam, dam. Danach ist hier der andere.
wahrscheinlich. Der hier. So, was bist du? Das ist ein kleiner Kerl. Mein Kumpel hier ist ein mächtiger Krieger. Nachdem er von dem hissigen Bösewicht erfahren hatte, kam er den weiten Weg hierher und hat nichts unversucht gelassen, den geheimen Weg zur Burg zu finden. Doch just in dem Moment, als er bei der Burg ankam, wartete der Bösewicht bereits auf ihn. Kazang! Er hat meinem Kumpel mit einem Blitz in Empfang genommen und ihn damit schwer zugesetzt. Ich bitte dich, du musst seine Medizin besorgen. Wenn er wieder gesund ist, ändert er sich auch wieder, wo der geheime Weg zur Burg liegt. Okay, ich habe Medizin. Das heißt, dieses da oben wieder. Na. Ah, Fetch Quest. Hero 30, das MMO. Zack, Medizin erhalten. So, dann questen wir mal kurz hier uns durch, bis die Zeit vorbei ist. Oder grinden, besser gesagt. Nehmen die Zeit in Anspruch. Und dann besteht auch wieder das Ding hier. Geil. Ja klar, Zeit zurückgedreht und so. So, hier. Nimm mal die geile Medizin. Das ist der große Kerl jetzt. Oh, ich spüre, die Medizin wirkt. Puh, ich fühle mich wieder fit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Ich habe satt, dauernd einzustecken. Aber wenn du zu der Burg willst, zeige ich dir draußen den Weg. Alles klar, show me. Also dann pass auf. Zuerst überquerst du diese Brücke, danach gehst du schnurstracks nach Westen. Dort ist ein Baum, nördlich auf dem Felsen. Prüfe den Bereich vor dem Felsen, um den Weg zu finden. Und hast du auch alles kapiert? Yep. Gut, dann bring dir die Schatzsache. Okay, let's go. Klingt jetzt nicht ganz so kompliziert. Ich habe nicht so viel Zeit, aber gerade noch 20 Sekunden. Rennen, rennen, rennen. Ah, ich bin schon bei der Burg. Perfekt. Let's go. Mohaha. Da hat sich schon wieder so eine Ratte hergetraut und du wirst meine Blitze zu spüren bekommen! Renn mal, Bam! Wie, was? Meine Blitze zeigen bei dir keine Wirkung? Potz, Blitz, ich bin beeindruckt! Naja, ich meine, Holz ist ja auch nicht gerade so das bestleitende Material. Wenn man das mal so überlegt, mit der Fassrüstung und allem, ne? Hey! Wow, du hast doch tatsächlich den Bösewicht bezwungen. Ich habe mich fit genug gefühlt, das nachzusehen und siehe da, der Bösewicht ist weg. Dass du den Bösewicht besiegt hast, ist ein Grund zum Feiern. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Ein Tanga. Ein Kraftlindenschutz. Gut gemacht, Brini. Note. Ich muss schon sagen, der Bösewicht diesmal war wirklich echter Horror. Wir sollten das schleunigst herausfinden, wer die Zerstörungsmagie verbreitet. In diesem Sinne, der mächtige Ort wartet schon auf dich. Also, nur keine Möglichkeit verschützen, Brini. Der nächste Ort, wieso der mächtige Ort? Meine Fresse. Ist dir nicht kalt in dem Ding? Ah, ha, wenn ich den Tanga anhab. Ich bin ziemlich nackt. Und speichere Daten. Ich liebe es, Daten zu speichern. Das ist so geil. Aber bei der Gelegenheit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye bye.